Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in Fallbrook. Und wir werden uns jetzt nicht mehr ablenken lassen, ja? Überhaupt nicht. Wir werden jetzt nur noch die Aufgabe von Nioka erledigen. Nioka ist doch richtig, oder? Nioka. Wir rennen ungefähr seit 20 Folgen mit ihr rum, aber sie heißt immer noch Nioka. Hat sich nicht geändert. Okay, hier gibt's sie schon. Rüstungen. Ich wollte mal gucken, wo der Verkaufsautomat ist, der für uns das Scharfschützengewehr bereithält. Ach, das werden wir immer noch, wenn wir genug Bits haben, dann werden wir das immer noch finden. Aber wir müssen für die Leute hier was tun. Vorher bekommen wir das doch gar nicht. Hier vielleicht? Nein, da gibt es nur Munition. Da vorne war das doch nicht, bei dem ersten. Doch, das Gewehr kaufen wir uns. I swear to the architect, I will punch your lamps out. Oh, having a rough day. Kein Scharfschützengewehr? Oh, Moment. Oh, hier waren wir ja noch gar nicht. Auch gut. Dann war das wirklich hier vorne im ersten Laden gleich mit dem Scharfschützengewehr. Das glaube ich echt nicht. Da waren wir gerade. Nee, hier war doch gar kein Automat. Ach, ist ja auch egal. Wir können das sowieso nicht kaufen. Da ist unser Ziel. Straßen brauchen wir nicht. Unser Ziel nähert sich uns. Oder andersrum. Ich hab ein bisschen laut, das Gewehr. Ah, das ist ja auch ein schönes Bild. Ja, wunderschön. Diesmal also von hier, ja? Da ist ja gar keiner. Wo kam denn diese Mantikönigin her? Ach, da oben hocken sie. Mantisaurier-Soldat. Here we go! Nice hit! Da ist die Königin. Ah!
Diesmal habe ich aber aufgepasst. Sehr gut aufgepasst. Was haben wir denn? Warum sehen wir so komisch? Komischer Blick. Wo ist denn diese Königin? Ich habe doch aufgepasst. Ich habe mir extra gemerkt, wo die alle liegen. So viele haben wir erwischt. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Es lohnt sich nicht, diese Mantikönigin zu erschießen. Die lösen sich auf sofort. Dann haben wir so einen komischen Schwarm und wir verbrauchen eigentlich nur Munition dafür. Wir müssen runter von dem Planeten hier. Wir brauchen bessere Waffen, bessere Skills, müssen uns besser auskennen und dann können wir nach Monarch. Wir sind viel zu früh hier, wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ich bin mir sicher, wir sind zu früh hier. So. Auf einmal, nach ungefähr 30 Folgen, fällt uns das auf, ja. Gefährliche Wassertiere gibt es nicht, oder? Nein, nur uns. Endlich können wir wieder einsammeln. Oh, schade. Ich sagte, das lohnt sich nicht. Wir müssen denen aus dem Weg gehen. Einsame Kreuzung entdeckt. Look northwest. That ain't it, but marauders sometimes camp inside the buildings there. Steer clear unless you fancy getting shot. Westbound still. I'll let you know when we can start ascending. Wir scheuchen den auf und der kümmert sich um die. Um die anderen. On your toes, Captain! Nein, alle werden auf uns aufmerksam. Das war nicht so gut.
Captain. Oh, der lebt. Nothing like a good tussle. Ja, danke, heißt das. Hm. Oh, hast du den schon geplündert, wahrscheinlich? Wenn wir den anschießen, dann scheuchen wir die anderen alle auf. Oh, schade. Noch eine Stadt? Oh, das ist ja total besiedelt. Wer hat denn behauptet, die sind alle geflüchtet von Monarch? Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, aber entweder wir schleichen uns dran vorbei. Oder wir erschießen sie. Da liegt auch noch einer. Wer weiß, wie viele wir damit wieder aufscheuchen. Ja. Wo ist unser Ziel? Da ist es doch. Hey, Scrub. Komm schon. Den machen wir so. Das ist nicht so laut. Oh. Den machen wir so. Fertig. Der hört uns gar nicht. Die haben gar keine Ohren. Die haben nur Zähne. Bestehen nur aus Zähne. Der Kopf besteht nur aus Zähnen. Ha! Nice one. Psst. Nicht doch. Nicht so laut. Ist das Ding tot? Oder schläft es nur? I call this rotting river, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak Caverns if you follow it under the bridge. That's one option. Others the slope up. If you're up for some fun, let's chat. Ja, dann nehme ich lieber den Fluss. Ich mag Wasser. Schwimmen wir? Ich meine, ich habe doch die Kleidung schon ganz schön lange an. Oh. Oder klettern wir? Nee, klettern jetzt nicht. Hier ist ja gar kein Pfeil. Ich wollte wissen, was das da ist. Das ist Cascadia? Das kann doch nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Nein. Hat zwar eine gewisse Ähnlichkeit, ist aber nicht unser Landeplatz. Ha! Ein Tunnel! Ich hab schon den Weg gefunden, den wir nutzen. Wieder so ein schweres Ding. Devil's Peak. Hatten wir nicht zu Beginn der Folge noch gesagt, wir wollen uns nicht mehr ablenken lassen? Ja, aber Devil's Peak? Was sich so anhört, da muss man doch wenigstens mal ein Auge reinwerfen. Einmal gucken. Oh, wunderschön hier. Wir brauchen keine Waffe. Das ist total friedlich hier drin. Oh, wie schön!
Look up. That makeshift bridge, we gotta cross it. First we go under, then hook around to the left, then up and over. Das sind präzise Ortsangaben, also Wegbeschreibungen, ich muss sagen. Freund oder Feind? Fliegt das Ding? Ach, hör doch auf! Die machen doch nichts! Oder doch? Oh, jetzt ist alles kaputt und vergiftet. Die haben überhaupt nichts gemacht. Sie sind gar nicht gefährlich. So, hier hoch, sagtest du? Nein. Hier hoch. Nein, du sagtest irgendwas von Brücken. Oh, natürlich. Natürlich muss die ja auch noch da sein. Eine Mantikönigin. Und da so ein Ding. Ach, da. Ach. Das ist so dunkel, die sehen uns doch bestimmt gar nicht. Wir müssen die alle platt machen. Zeig mir deinen Bauch. Das leuchtet so schön. Ich möchte da einmal drauf schießen. Oh, so niedliche Würmer soll ich erschießen. Was ist noch da? Das ist aber eine ganz besondere Manti-Königin. Die hatte sogar was drin. Ich dachte, hier liegt einer. Da lag keiner. Geht das so jetzt so weiter, dass hier überall immer welche sind? Plündererschläger, der ist aber weit gekommen. Larve, Soldat. Okay. Zwei Larven, ein Soldat. Here we go. Down they go. Ich hab den Soldat. Damn, but we're good. Da ist noch eine Larve. Incoming! Das ist gar keine Larve! Genauer gucken. Aber das ist doch so dunkel hier.
Über die Brücken hast du gesagt, ja? Heißt ja ausgeschildert. Überall liegen sie rum. Tunnel hier. Welcher? Links oder rechts? Wir gehen links. Ach, ich sehe schon. Warum habt ihr euch solche Wege ausgesucht, um ihn zu begraben? Ah, ja, okay. Den Tunnel nehmen. Nur nicht runterstürzen, dann. Erstmal die Königin. Ausweichen bringt hier gar nichts. Nicht runterfallen. Ich bin doch runtergefallen? Nein, ich glaube, das waren die Bienenschwärme. Ach Mann! Das ist nicht Krempfs Zahn, den wir hier haben. Das ist nicht. Wir sind so geskillt, sind wir noch nicht. Das geht anders. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Sag ich nur zu mir. Ach, das ist doch nicht richtig hier. Here we go. Nice work. Totale Munitionsverschwendung. Ich glaube, das ist gar nicht der richtige Weg hier. Ach, eine Waffe brauchen wir hier nicht. Da lag aber gerade jemand auf dem Boden. Da. Ein Schläger. Na, das nehmen wir mit. Okay. Ach was, hier nochmal? Taktischer Vorteil. Ja, sehr gut. Taktischer Vorteil für die Mantikönigin. Na, die schaffst du. Den schaffst du nicht. Mantischwärme. Here we go.
rest of them. Bist du sicher, dass es das war? cool. Cooler Effekt. Was machen die Larven eigentlich? Vielleicht machen die ja gar nichts. Sie sind gar nicht so gefährlich, glaube ich. Da, zwei Drohnen. Go. Down and go. Ich brenne. Das war kein Feuerlöscher. Das war wieder unsere Wasserpfeife. Wie, nachladen war aber doch noch angesagt. Hier. Na klar, so schwere Teile müssen wir ja jetzt noch mitnehmen. Dann sollten wir uns aber auch endlich mal von den Sachen trennen können. Das ist so wie immer. Immer, immer. Wir brauchen so viele Kisten. Können Sie uns gar nicht dahinstellen, wie wir brauchen, um die Sachen einzulagern. Wir behalten einfach alles. Wir sind absolute Messies. Hier. Da sieht man es mal wieder. Tunnel hier. Drohne, Soldat. Wo ist die Königin? Soldat. Okay. Oh nein! Wer war denn da schlecht vorbereitet? Nice hit. Nice. Oh. And we're alive. Ach, so sieht das aus, wenn wir brennen. Jetzt habe ich das ja mal gesehen. Was war das denn Schönes? Mantiplasmadrüse? Oh, cool. Wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen, aber oh, cool. Ja. MSI-Soldat. Nichts für uns versteckt hier. Ah, nein, scheinbar nicht. Was glauben wir denn, was wir da tun? Die nimmt gar keinen Schaden. Das lief gerade so schön und ich konnte nicht aufhören zu laufen, weil das gerade so bequem war. Berthold Fox. Freund oder Feind? And we're stalking, and we're stalking. Freund wahrscheinlich. Ah, shit. That's a big one. We can tiptoe around to the left or go in guns blazing. Up to you. I vote the latter. Wie kann die uns denn beide gleichzeitig erwischen? Ach, die sind ja auch noch da. Ich vergaß. Shit.
rest of them. Und der springt jetzt runter und holt sich unsere Beute. Nein. Das war mal eine Megamanti-Königin, deswegen. Da haben wir aber auch ordentlich was rausbekommen jetzt. Na. Aber das lohnt sich immer. Nochmal, wenn wir uns von den Sachen trennen könnten, dann vielleicht schon. Du hättest ruhig vorher mal helfen können. Du hast doch gesehen, dass wir kommen. Oh nein, die Waffe ist kaputt, oder? Los, erzähl. That assist was a violation of corporate law if I ever saw one. Since it was to my benefit, and we're largely in lawless lands, I'll look the other way. C3 owes you one, stranger. You haven't seen Constance, have you? Ah, there's her torso. And that'd be her legs over yonder, never mind. I'm Berthold. What in the void are you thinking, creeping around a mana queen like that? At the time, I was thinking, please don't see me, oh law, I don't want to die, nah, nah, nah. Now I'm thinking it was stupid to come in here. Vor allem der Helm erinnert mich doch ein bisschen wieder an Futurama, meine ich. Ah, so vieles erinnert mich an Futurama. Was machst du hier? Killing marauders and hooligans, as I am handsomely paid to do. Of course, as me and Constance discovered, they ain't the only forms of life inhabiting these caverns. I owe you a debt for saving my neck, stranger, and I mean to pay it. There's a station up the way. It's where my C3s are posted. We can talk more there where it's safe. I'll be on my way, once I've gathered up Constance's parts. Meet me at the camp, and try not to get shot on approach. Na, da ist nichts mehr übrig. Wir haben schon alles aufgesammelt. Hier ist nichts. Alles leer. Weiter geht's. Oh, niedlich. Here they come. Ich meine, die würden uns gar nichts tun. Ich habe noch nicht gesehen, dass die uns verletzt hätten oder so. Die fliegen einfach nur auf uns zu. Vielleicht mögen sie uns. Wir sind hier falsch, oder? Ich glaube, wir sind überladen, weil die Rüstung kaputt gegangen ist. Oder bekommen wir da einen Abzug, weil wir gerade verletzt wurden? Plasmagewehr. Sturmgewehr, das haben wir so oft verbessert. Das können wir doch jetzt nicht hier lassen, einfach. Nein, das ist gar nicht unser Sturmgewehr, ja dann. Stufe 11, Stufe 5. Ah, den Pulshammer werden wir einmal ausprobieren. Dann können wir die auf alle Zeiten immer verkaufen oder zerstören. Oh, Rüstungsteile, Lederhelm mit Schutzbrille, Aramid, Ballistics.
Ikonoklastenhelm. Dieser Helm mit Schutzbrille wurde von einem nicht autorisierten Dritten mit einer Kapuze versehen. Aramed Ballistics betrachtet die Garantie deshalb als erloschen. Medizin plus 3, ja, den müssen wir auch behalten. Schlossknacken plus 5, ich hoffe, wir haben den mal weggelegt vorhin. Nicht, dass wir den mit uns rumschleppen die ganze Zeit. Standard-Soldatenkörperpanzer, Aramed Ballistics auch. Rüstung 19, Stufe 12. Rüstungstyp Mittel, Fertigkeitsbonus, Ausweichen plus 7. Modifikationen, Rüstung ab Werk. Aramed Ballistic stellt die besten Körperpanzer für Soldaten der niedrigen Soldklasse her. Und außerdem auch diese Version. Na, ist das was wert? Das ist ja was wert. Das verkaufen wir, glaube ich, dann. Wir sollten sowieso mal auf den Verkauf gucken. Jetzt weiß ich, warum wir so oft sterben. Unsere Rüstung und warum wir nicht so viel tragen können. Das ist ja gar nicht unsere Rüstung, die wir immer tragen. Und wer hat da vorhin noch im Raumschiff gesagt, in der letzten oder vorletzten Folge, wir sollten uns mal umziehen? Ja, danke für den Tipp. So, ja, so geht's doch besser dann. Leichte Handfeuerwaffen. Feuerwaffen plus 5, meine ich, Rüstungstyp leicht. Medizin. Ja, ich glaube, so geht das schon. Ein bisschen was verkaufen und ein bisschen was verwerten. Ach, das ist schon okay. Aber wir haben uns doch jetzt hier unsere modifizierte Rüstung angezogen. Warum können wir denn immer noch nicht mehr tragen? 110 sollten wir damit eigentlich tragen. Ach so. Wir müssen ja einmal rausgehen und wieder rein. Nein. Ich meine, jetzt können wir schon mal 90 tragen, aber das ist immer noch nicht richtig. Ist die denn auch kaputt gegangen? Also die wurde etwas ganz leicht beschädigt, angekratzt, sagen wir mal. Wir müssen hier auch mal so einen Skill nehmen, dass wir ein bisschen besser looten können. Aha! Übergang zu Gipfel von Devil's Peak. Liebe Welt da draußen. Oh, da gehen wir noch raus. Und dann bedanke ich mich aber schon für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.